Susu. Und wer war der Glückliche, dem du so viel Bits gespendet hast? Ich war es ja anscheinend nicht. Ah, diese Flammensteinsplitter, die könnt ihr euch schenken. Die will keiner haben. Ich möchte diese Kiste haben. Einen Beutetrank. Eine gute Freundin aus dem Real Life. Na, ja, da kann ich nicht mithalten. Da kann ich nicht mithalten. Swordy, da kannst du doch glatt mal ein bisschen Werbung machen. Kennt man die Dame? Was spielt die so? Oh, was haben wir hier? Einen roten Salbei. Das ist cool, den nehmen wir mit. Wundere mich nur gerade, wo denn jetzt noch die zwei Kisten sein sollen. Und vor allen Dingen, wie kommt man da rüber? Achso, da kommen wir gleich hin, indem wir rüberlaufen. Aber unten hätten wir ja springen können. So, da drüben waren wir, da waren wir. Da hinten sind noch Cutscenes. Die haben wir verpennt. Die Kollegin spielt vorwiegend Overwatch und Dead by Daylight. So, so. Doch, Overwatch könnte ich auch mal wieder spielen. Ein Erzfragment oder drei sogar. Swordy, kannst du da mal einen Link posten, bitte? Würde ich mir gerne nach dem Stream oder wenn mal Zeit ist, mal angucken. Ach komm, klar, hau raus. Ist ja nicht so, dass du mir das jetzt viel zwungen hättest. Ich frage ja explizit nach. Den Flügelring haben wir bekommen. Ein Ring, der bewirkt, dass Dämonen des geflügelten Typs mehr Schaden erleiden, wenn der Träger sie angreift und diesem weniger Schaden zufügen. So, so. So, dann fehlt aber trotzdem noch eine Kiste. Und die Guten haben uns hier gerade irgendwie so ein bisschen von hinten erwischt. Und mir fehlt eine Seele, um hier richtig auszurasten. Na komm, hau doch mal zu, Velvet. Nehmen wir uns halt Eisen. So der Geiz ja. Meine Güte. Jawohl, burnt richtig. Oh-oh. Wir müssen mal wechseln. Der Lindwurm, Level 76. Jetzt müssen wir alles geben. Oh, Seelen. Spiel. Dankeschön, Swordy. Ja, habe ich gesehen. Wird mir tatsächlich auch im Stream angezeigt über den Bot. So, wie viel Leben hast du noch? Hilft es weg. Ah, die anderen Tierchen hier sind ja halt ein bisschen nervig. Dass die mal unsterblich sein müssen.
Hat er gerade mit seinem Feuerstrahl Wasserschaden gemacht? Ist ja auch interessant. Ich weiß gerade nicht hin, was ich vorhabe. Möchte hier eine Spezialattacke starten? Aber ich krieg's nicht hin. Ich hab doch die vollen 4 Punkte. Warum kann ich denn das hier nicht machen? Jetzt ging's komischerweise. Da kriegen wir nämlich auch eine Seele. Ich erinnere eine Attacke von Velvet an Tales of Systeria. Hm. Kurios. Welche wären das denn? Ich meine, hier gibt es viele Attacken, ne? Oh, unsere Leben. Die komischen 4 Wasserbälle. Ja, die erinnern mich auch an wie hieß er? Ja, die Wasserbälle kommen nicht von Velvet, die kommen von Magilu, glaube ich. Oder von Eisen. Mikleo, genau, von Mikleo. Unserem Wasserseraphim. Oh, die Lieben! Das war knapp. Und nur 6000. Rang 147, also bitte. Und wir haben die Superheldin bekommen. Nicht schlecht. 212.000 Geld. Jetzt hast du Lust auf Tales of Systeria, na dann, voll frei. Meine Güte, Rang 147. Ist ja einmal alles fertig hier. Ein Goldklumpen und die Gnomenkraft, die hat man glaube ich schon. Und das sehnsüchtige Ignizid hatten wir auch schon. Warum gab es das jetzt doppelt? Ich spiele das mal nebenbei. Mach das, Tony. Meine Güte. So, direkter Wechsel zur Mithrilklinge. Die Mithrilmontur ist fertig. Ich glaube, die muss man auch mal frei machen. Dann nehme ich mir wieder eine, die unseren Angriff erhöht. Aber nicht Fluorid, sondern das grellpinke Shirt, ja. So, den Flügelring, was haben wir noch? Hier, die Verlangsamungswerte haben wir nur eine von. Den Schalenring und hier den Fußlosring. Ansonsten müsste Velvet jetzt warten. Okay, pass auf, gib mir mal den die Verlangsamungswerte. So, die Antriebsstiefel sind auch fertig. Da haben wir noch die Topaz-Stiefel offen, die nehmen wir auch gerne. So, hier dasselbe. Topaz-Stiefel sind fertig, Mithril-Stiefel sind dabei. Da musst du leider warten. Der Sommerurlaub ist fertig, das ist sehr, sehr gut. Die Uranus-Tasche gegen den Topaz-Beutel und hier den Topaz-Talisman gegen die Unglückswehr. So, Mithril-Weste gegen den Sommerurlaub. Mithril-Montur gegen... Ich glaube, sie ist fertig, ne? Die Topaz-Montur könnten wir noch. Die hat Magilu gerade am Wickel. Was haben wir hier? Eine Quarzschleife. Nimmst du die gleich. Valkyre gegen den Topaz-Speer und den Schalenring gegen den Ploppring. So, hier Animalring gegen Ploppring. Topaz-Montur gegen Mithril-Montur. Gut, dass wir die gerade getauscht haben. Quarzohrringe, Quarzpuppe, Topaz-Puppe, der Aufpumper. Oh Gott, haben wir viele Topaz-Anhänger. Nehmen wir den. Hier die Giftwehr gegen den Kraftring. Sind Luffy und Velvet Geschwister? Ja, sind sie. Aber nicht dieser Luffy, mit dem wir hier rumlaufen.
Sondern ihr eigentlicher Bruder Luffy, der ist leider am Anfang des Spiels gestorben. Da kommt die ganze Story her, die Rache-Geschichte, die sie hier anpeilt. Das kommt genau davon. So, wie war das hier mit dem Ring? Den hat er auch noch nicht. Okay, dann passt das. So, hier noch die Topaz-Montur und dann müssten wir alle fertig haben, ne? Ja, hat jeder was drin? Hier, das Graypinke Shirt. Also sie war komplett durch mit Rüstung. Ja. So, und wie war das jetzt mit der Superheldin? Die taucht jetzt natürlich auch nicht mehr ganz unten auf. Wo ist sie denn? Superheldin, da. Verhindert bei einem K.O., dass die SA sich verringern und gewinnt beim Einwechseln in den Kampf 5% KP. So, das war für den Kämpferwechsel, okay. Ausgelöste Statuskrankheiten, 1200. Haben wir tatsächlich so viel gemacht hier? 2540 für die Lahmlegerin, krass. Haben wir irgendwas, was unseren Angriff noch mehr erhöht? Das hier. 50 KP wiederherstellen bei Sieg. Was haben wir jetzt eigentlich drin? Erhöht die Kraft von Arzt basierend auf ihrer Stufe, verringert die SG-Kosten und multipliziert den Schaden von Kriegsarzt. Wir haben tatsächlich mittlerweile mehr verborgener Arzt drin. Das wäre dann dieses hier, ne? Können wir das nochmal gegenvalidieren, was wir gerade so ausgerüstet haben? Verborgener Arzt, Kriegsarzt, Kriegsarzt, verborgener Arzt, Kriegsarzt, 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 verborgen, verborgen, verborgen. I don't know. Erhält sich, glaube ich, die Waage. Erhöht die Effektrate von Arts basierend auf ihrer Stufe und erhöht die Kraft von Arts basierend auf ihrer Stufe. Wir nehmen die. Und ist Seelenbrecher? Ja, das ist ja unser Spezialangriff, ne? Den haben wir 2100 Mal erst verwendet? Okay. Und guck mal, hier gibt es noch Charakterlevel 100. Das ist ja krank. Hier gibt es noch Charakterlevel 80. Meine Güte. Und Kämpfe insgesamt haben wir erst 596. Und tatsächlich in Kämpfen verbrachte Zeit erst 405 Minuten. Ist auf die Spielmenge gesehen echt nicht viel. Und hier Höchstmenge angelegter Aufwertungen. Da haben wir auch noch nicht so viel. Wir müssen tatsächlich unsere Ausrüstung hier mal ein bisschen verbessern. Also Swordy, vielleicht nochmal zur Geschichte. Der Luffy, mit dem wir herumlaufen, das ist ein Malakim. Heißen die hier noch Malakim? Ich bin gerade wieder verwirrt. Den Teresa eigentlich hatte, dem sie keinen Namen gegeben hat, der einfach nur Nummer 2 hieß. Nummer 1 ist mittlerweile verstorben. Yeah, not long now. I know this is a weird time to bring this up, Lafayette, but there's something I've been meaning to ask you. All right. Ask away. I knew you'd say that. So, how was your bath in Mercio? Huh? You went in with Velvet, right? Just between us guys. What was it like? What are you getting at, Rokuro? Let me in on this too. It'll be our secret. Not you too, Aizen! There's nothing to be ashamed of. There are just certain times in life when you need to find your resolve and seize the opportunity. We just want to know what your resolve got you. Right. It's like a test. Stop it! I didn't go into the bath with her! Well, that's a shame. That might have been your one shot. Once you're all grown up, you won't be able to get away with it. That's why I didn't do it.
I'm tired of Velvet treating me like a little kid. Bravo! You passed the test. Right. You don't need me to watch over you anymore. Why did you laugh like that? We're just happy that you're growing up. I don't understand you two. If you're just gonna pick on me, go away. We're sorry, but I really needed that. Laughter's good for the soul. Rokuro, were you feeling tense? You wouldn't think it, huh? But now I can fight like I always do. I owe you, Lafayette. Yeah, don't worry about it. Looks like the next test is yours. Yeah. Lafayette, Aizen, watch me prove myself. Oh Mann. Da machen sie sich wieder über den kleinen Bengel lustig. Rokuro, how do you think Shigure will move against us? He's not really the imaginative type. He'll be out in the open, waiting for us. Ja, da gehe ich auch von aus, dass Shigure einfach auf uns warten wird, vor uns stehen wird und er direkt auf die Nuss bekommen wird. So, wir haben eine Kiste verpasst. Mann, wo ist denn die? Das ärgert mich ein bisschen. So, zu Luffys Geschichte. Luffy ist halt Malakim und weil er keinen Namen hatte und Velvet ihn so an halt ihren Luffy erinnert hat, hat sie ihm den Namen gegeben. Und da gab es halt auch im Spiel schon sehr komische Geschichten und Luffy möchte halt wie eine eigenständige Person behandelt werden und nicht wie ein Abklatsch des Bruders. Und der richtige Bruder ist ja mittlerweile auch wieder aufgetaucht. Das ist nämlich Inominat, die Wiedergeburt. Der eigentliche Oberbösewicht hier. Das ist der richtige Luffy. Quartz! Was mich ein bisschen wundert, warum wir nur noch 4 Punkte bekommen können für den Seelenbrecher. Wir konnten doch mal 5. Liegt das wieder an unserer Ausrüstung? This fight is over. 13.000 Erfahrungspunkte. So, bleibt doch mal so stehen, wie ihr da seid. Jawohl. Wunderhübsch. Und jetzt können wir wieder 5, natürlich. Da habe ich mich gerade noch drüber aufgeregt und jetzt geht's plötzlich wieder. Dein Controller mobbt dich. Was ist denn los? Will er nicht? Smolly, was hast du denn für einen Controller? PlayStation? Xbox? No Name? Der Topazgürtel ist fertig und wir haben die super Beschleunigungsstiefel bekommen. No-Name Xbox Controller, okay? Herrenschuhe für erstaunliche Beweglichkeit dank ihrer speziell entworfenen Form, die sich an die Beinmuskulatur orientiert. Na, dann lasst uns mal kurz schauen, ist da die Expedition gerade zurückgekommen? Tatsächlich. Den Riesenmaulzahn haben wir bekommen. Und wir sind trotzdem noch nicht fertig, also gleich nochmal hin. Vor kurzem funktionierte er noch. Das kommt mir bekannt vor. Lief bis zum letzten Tag. So, was haben wir hier? Arteangriff. Plus 15%. Plus 15. Nehmen wir. So, sonst war nichts fertig. Nee? Gut. Dann weiter. Ach, Mist. Ihr solltet mich eigentlich nicht erwischen. Au, 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 ey, hey, 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 ruhig bleiben. Klaut mir nicht meine Seele. Ja.
Come on, really? Und noch mehr Flammensteinsplitter. So, wir speichern mal. Und da ist der Stern. Das Spiel geht auch wieder sehr sparsam mit Musik um. Ich glaube, selbst in Dark Souls war mehr Musik. Und früher waren mehr Lametta. So, da sitzt er doch. Shigure. Hallöchen. Müssen wir jetzt auch wirklich wieder mit Rokuro kämpfen? Das möchte ich nicht. Wow, really? He's really just waiting for us here? Rokuro! It's okay. Incredible! The old bastard forged himself into a sword! Indeed. That blade's the embodiment of Kurogane's centuries of study. The Kurogane Stormquell. I like it. Just Kurogane for now. He will be the blade that surpasses both Stormquell and Stormhowl. And when it does, then he will have earned the name Kurogane Stormquell. Ah, yeah. This is gonna be fun. Wirkt ein bisschen albern mit dem gemoddeten Koffer. Sorry to keep you waiting. Watch out. I wouldn't be surprised if he used an Armatus. An Armatus? It's not my style to rely on anyone's help. Ha! Says the big bad exorcist. Look, you'll even ask a tubby kitty for help. Shut up! I'm totally not! He isn't. Quite the opposite, actually. Shigure asked me to restrain his power. Restrain his power? Wait, you don't mean... She does. It's for my training. At first, I could barely even move my little finger. Morgrim, release my bindings. Can a human even be this strong? Kitty Wampus was holding him back? With enough will, humans can do anything. This was to be my secret weapon against Artorias. I'm impressed. Rokuro! Sorry, but we're pitching in. Good. I'll take you all at once. Forget about fighting fair! You won't beat me unless you use everything you've got! I know. All too well. Und er benutzt Kurogane nicht mal. I don't even need to dodge. It'll be the same every time. Dürfen wir mit allen kämpfen. Final judgment. So you can handle my attacks now. This is where the fight truly begins. Oh, bleib doch mal hier. What do you know? I totally agree. Punish. Welches Level hat denn der Gute? Level 59, 91.000 Leben und Angriff plus 30%. Na, warum denn nicht? Und ich habe keine Seelen. Double
Oh, und da hat er mir die Seele wieder geklaut. Mann. I don't even need to dodge. It'll be the same every time. Rocket style. Final judgment. Oh, gut, dass er das jetzt abwehren kann. Meine Güte. Pausen, trotz Abwehr. Krass. So, jetzt pack ich mal aus. Aber richtig, no mercy. 42.000 Schaden, also bitte. Und Velvet rastet aus. So, komm, noch eine Runde. Lappen. You people are really something, aren't you? Don't act like you're impressed. I haven't even shown you my true blade. Your true blade? Well then, no time for me to take a break. Shigure! Keep out of this one, Morgrem. Rokuro, he's still got plenty of power left. Of course he does. He's Shigure Rangetsu, after all. Two blades, you sure? Why don't you find out? It's your life on the line. The same goes for you. Ich bin ja für Shigure. Und jetzt kommt der Koffer. Three of them. So this is your true blade. That's right. I developed this technique to defeat you. Not bad at all. This is my parting gift to Kurogane. Take Storm Howl. One last thing. Please, let this fat cat go. Shigure? Shigure, you were ordered to be executed because I was already planning on leaving. I was sick of living the life of a chained dog. Idiot. Stop worrying about the little things. Rejoice when your blade finds its mark. Seethe when it doesn't. Die when one finds you. That's all there is to it. The way of the sword is a simple one. That's what makes it so much fun. Yeah. It really is. That's the vicious face I'm looking for. If only Artorias's stony face could smile like that.
He'd be a lot happier. Yeah. Velvet. We're good? We're good. My blade found its mark. Oh Mann, das finde ich irgendwie nicht cool. Da hat er seinen eigenen Bruder getötet, nur um zu beweisen, dass er besser ist. Ganz schön dämlich. So, wir haben den Klingensturm, Titel 2 verdient und 58.000 Erfahrung und 13.000 Geld. Und es ist wieder ein Haufen Ausrüstung fertig. If you want to leave now, Rokuro, I won't stop you. Don't forget. My purpose here is to repay my debt to you. Oh Mann. Ein Goldklumpen. So, wir gucken mal kurz bei unserer Ausrüstung. Die Geisterdolche sind fertig. Wir wechseln direkt zu den Topazdolchen. Hier haben wir die Mithril-Stiefel fertig. Oh. Die Superbeschleunigungsstiefel, Meisterfertigkeit 999 Punkte. Aber die haben einfach mal 209 Fokus. Das ist eine harte Nummer. Machen wir nochmal was. Betäubungsdauer von Gegnern um 1,24% erhöht. Nehmen wir. Die Topaz-Montur ist fertig und dafür nehmen wir... Wir haben nichts mehr. Sie ist fertig mit den Rüstungen. Okay, denn die Stiefel. Da war was. Die Antriebsstiefel. Boah, zieh an. Sagen wir hier auch nochmal die Topazstiefel. Da kann sie direkt die Mithril-Stiefel nehmen. Und hier haben wir den Blutbrecher fertig. Dafür gibt es den Quarzarmreif. Meine Güte. So, wir haben noch irgendwas hier Stufe 2 bekommen. Ja, wenn man jetzt noch wüsste, was. Achso, hier, zornige Kämpferin, weil wir Stufe 60 geworden sind. Angriff, 1,1% mehr. Also 10% drauf. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Rokuro, you said something to him at the end. To Shigure? Yeah. Maybe it's not my place to ask, but... I don't mind. It was just something that happened long ago. The story about Shigure plotting to overthrow our lord. That was a lie. A lie that I spread. But why... I wanted a just cause to strike him down. Storm Howl, Shigure's name, the leadership of the clan. I used to want all of that for myself. Do you regret it? Not at all. Besides, Shigure figured it out a long time ago. But really, I don't know what made me think I had the strength to defeat him back then. He was truly strong. Of course he was. He was the head of the Rangetsu family. The strongest warriors in all the land. Rokuro, does this make you head of the clan now? No. I'm a demon. And more importantly, all I ever wanted was to beat my brother. That's enough for me. Und ein Brudermörder bist du jetzt. Oh Mann.